Sie ist riesig. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Melly ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Verzweifelt. Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Na? Patrick, er ist 5. Genau, erstens das und was zweitens sollte man ihn vorsichtig beruhige bleiben. Dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly, sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf. Ich will deinen Mut. Oh, Melly, warte. Ja, genau. Ist sie wütend auf mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Aber gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Ja. Aber finde ich gut, dass der eine da versucht, sich zu kontrollieren. Wir wollen ja auch nicht, dass ihr was passiert. Oder dass sie uns in irgendwie eine Falle lockt. Also nicht, weil sie uns reinlegen will, sondern weil sie schnurstracks Vorsicht. Reinläuft. Oh. Hey, glaubt ihr, es hat bereits angefangen? Das hoffe ich, denn diese Viecher werden immer mehr. Tal, das ist riskant. Vitalis weiß, was er tut. Heute nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drecksloch, wir wissen nicht mal, was in dieser Kathedrale vor sich geht. Unsere Gelegenheit, Lukas, komm mit mir. Melly. Hab Vertrauen, jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Oh. Verdammt. Er wird sie sehen. Hey! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Oh nein. Ich hoffe, sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Ja, mach du was. Der ist für dich. Du wirst bezahlen. Wir müssen uns mal... Gut gemacht. Ich hab mich von etwas gehen lassen. Alles gut, alles gut. Gehen wir hier hinter den her, oder was? Durch die Tür, oder ist die Tür zu jetzt? Die ist zu, okay. Dann bleiben wir mal geduckt. Sich einiges verändert hier. Die Glocken, die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Okay. Erledige ihn. Du bist erledigt. Deine random Quotes sind ein bisschen komisch. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Erledige ihn. Ist erledigt. Okay. Schnur haben wir voll. Ist das? Behälter, Werkzeuge, Bänder. Leiser. Leiser Minelli. Ich glaube, die Tasche. Dafür fehlt uns jetzt dieses Zeug. Ja, komm, wir sparen. Echt die Tasche. Wir haben so viele Sachen, die wir hier auch lassen müssen, weil wir voll sind. Ei. Alter, schaut euch diese Stadt an. Hey, warum bebt die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Okay, Lichtquelle.
machen wir. Okay. Oh. Wow. Ist diese Welt für den Fleck nicht fallen? Bist du sicher? Ja. Sie hören auf mich. Wow. Cool. Okay. Guten Appetit, Freunde. Lass mich mal bitte sehen. Ach, danke. Guck mal, die machen jetzt Platz. Danke für den Stein. Das gefällt mir doch. Achtung, wachen! Wurde. Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen? Seltsam. Der Hauptmann war doch immer sein Protégé. Vitalis hat sich verändert, seit der Träger ankam. Vielleicht ist nun jemand anderes sein Protégé. Ah, da oben ist wer. Kümmerst du dich um ihn? Lass ich mir nicht zweimal sagen. Gute Arbeit. Habe ich mir schwieriger vorgestellt. Okay, der schießt auf uns. Wir müssen kurz warten, bis er die Akku verliert. Soll ich denn an dem vorbeikommen, wenn er jetzt schon checkt, dass wir da sind? Hm. Okay, ich sehe da was. Drüben was gehört. Da hat sich was bewegt, glaube ich. Was war das für ein Knall? Hey, hier! Rührt euch nicht vom Fleck! Hier, Eindringlinge! Ihr werdet den morgigen Tag nicht mehr erleben! Klappt das? Moment. Wir brauchen sie. Fritin? Sie hören einfach nicht auf mich. Ich kriege euch schon noch. Aber ich. Pro Gaming. Okay, den einen haben sie gegessen. Verpisst sich hoffentlich gleich. Okay, der kommt nicht weg. Machen wir das aus.
wollen, ich darf mich hören. Bin satt. So. Die Umgebung ist sauber. Das führt uns. Reicht jetzt. Was sind Signale? Für allen, dass ihr euch wacker geschlagen habt. Das wird kein gutes Ende mehr. Ja, genau. Versteckt euch nur. Das wird euch nicht helfen. Versteckt. Eine Falle, oder? Ich finde euch. Mein Gott, nein! Das klappt auch nicht. Das ist aber kein gutes Versteck. Ich kriege euch schon. Okay, jetzt warten wir einfach. Sorry. Pro Gaming. Kommst du hier? Er schafft gar nichts. Wieso haben sie den einen gefressen, aber den fressen sie nicht? Ich hoffe, der geht dann auch noch weg da. Mr. Bogenschütz ist wieder da. Ja, komm, sieh nach. Er hat nachgesehen. Okay. So, was haben wir hier? Die sind noch gut bestückt, würde ich sagen. So. Nur weil die eine vorgerannt ist. Okay. Hier sind Radhöhlen. Ich glaube, wir können kurz aufstehen. Voll. Können wir irgendwas herstellen? Nicht das, was ich herstellen würde. Das fehlt. Immer noch 3 von diesen Stein-Dings. Nicht Salpeter auf jeden Fall. Auch die Schuhe.
Hallo. Freunde. Oh. Der hat Feuer am Start. Nee. So, jetzt hier. Das hättest du nicht tun sollen. Oh oh. Komm mal her. Dir her, sag ich. Fuck. Hab ich dich. Okay, die machen aber schon. Also noch mehr davon. Danke, Leute. Vitalis hat das Blut des Jungen mit seinem eigenen vermengt. Ich weiß nicht mal, dass das möglich ist. Es ist vor allem zwei wach. Eine für jeden. Das oder die Ratten. Das muss das Ende der Welt sein. Man weiß kaum noch, was richtig was falsch ist. Der macht den. Der ist für dich. Verlass dich auf mich. Was? Da habt ihr euch also versteckt. Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Roderick, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Warte mal. Ist noch Zeugs. Ja, dann mach mal. Machst du das, Roderick? Ist recht. Wow. Durch mit euch. Schnell. Vorsicht. Haltet durch, Männer. Die Beschwörung beginnt bald. Der Großinquisitor wird uns retten. Alter, wie viele. Sie wollen rauskommen. Okay, der geht wieder. Wollen sie vielleicht da rauskommen? Nö, nö. Alles gut. Zwei sind schon mal down, das ist gut. Na, ist ein Bogenschütze, okay.
Wir uns gekriegt. Was? Da. Trotzdem würde ich mich gerne umschauen. Die verlieren so viel an Material. Ja, wart's ab. Oh, am Luden. Da liegen so viele Sachen. Ja, ich sehe euch. Hört auf zu winken. Alter, wenn er nicht gleich die Fresse hält. Ich hab euch gesehen. Ich loote gerade. Lasst mich looten, Freunde. Hey! Hey da! Amicia! Mhm. Ihr lebt! Hört zu, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön genau. Und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Okay. Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Mach mal. Hallo? Ich brech sie auf. Dreckstück. Dir zeige ich's. Aquanis, mach mal. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Moment. Leichen. Autsch. Bin nicht für den Kampf geboren. So, mach auf. Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Dreckstück. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Wie soll ich das denn machen? Heute. Bisschen viel. Kampf gerade. Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Dreckstück. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Ciao. Amicia, antworte doch. Ah, nee, die antwortet nicht mehr. Das war's mit Antworten. Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Aber diesmal lief's besser trotzdem. Dreckstück. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich. Wieso? Viel Hört Spaß. Sie auf. Hier lang, Männer. Fuck.
Ihr wart das. Diesmal entkommt ihr mir nicht. Wieso wirft sie nicht, Mann? Wieso wirft sie das denn nicht? Mann. Ich hab das nicht. Ich brech sie auf. Ja, ja. Mach mal. Dreckstück. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Guck, Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Jetzt klappt's. Guck, und jetzt hat sie es wieder nicht gemacht. Shit. Da. Okay, gegen die können wir gar nichts machen. Ja, okay. Warum wollen die nicht auf ihn hören? Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Dreckstück. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Guck, jetzt hört sie wieder auf. Warum? Und jetzt hört sie wieder auf. Daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Alter. Gut. Dieses Mal kommen wir rein. Zum Kotzen. So, ich guck jetzt. Wir haben schon wieder was verbraucht. Ich guck mal, was wir hier aufhören können. Sorry, Leute. Aber man kann es mit Kämpfen auch übertreiben. Das ist doch kein Prügelspiel. So. Können wir was basteln? Zwei ohne Schussvorbereitung oder Nachladen. Aha. Zwei Geschosse. Aber ich will lieber mehr Dings. Dafür brauchen wir die. Scheiße! Toller Plan! Nein, Amicia, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Rodrik, folgst du uns? Bis in die Hölle. Oh Gott, jetzt brauchen wir dieses Feuer ausmachen. Ich
mal eine Menge davon, scheinbar. Nur Mut! Sprint. Ulrich, mach mal. Kannst du das übernehmen? Hast recht. Die Decke stürzt gleich ein. Ja. Beruhige dich. Alles gut. Hugo, hast den Hauptmann der Inquisition besiegt. Du bist hart im Nehmen. Härter als ich. Wirklich? Ich lüge nie. Okay. Wie mein Vater zu sagen pflegte, das Feuer macht den Schmied. Das muss der Ausgang sein. Okay. Können wir es jetzt herstellen? Munition zerschneiden. Eins fehlt noch, verdammt. Ja, also. Die gehen ja schon. Die gehen ja schon. Oh. Die Wache. Du wirst bezahlen. Cool, jetzt haben wir es voll. Einer weniger. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Tada. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Jetzt können wir alles mitnehmen, also Maximum. Inquisition! Aber wir sind nicht krank! Seht uns an! Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen! Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach! Das ist schön. Wachen, hier lang! Oh, fast! Amicia! Amicia! Du hättest uns Sache helfen können, ne? Wir haben zwei erledigt, du faule Sau! Ach, muss jetzt nochmal. Sei gefangen. Ja. Ruhig für einen Tag der Wunder. Und dann mach du kümmerst mal. Kümmerst du dich um ihn? Lass ich mir nicht zweimal sagen. Wir nehmen uns unsere Tasche wieder. Schön. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Das sieht schon viel besser aus. Finde ich auch. Das Zeug. Aufgepasst! Gewusst, dass Eindring sofort gerichtet wird. Dieser Ort steht unter Quarantäne und fällt unter die Rechtsprechung der Inquisition. Aber wir sind nicht krank. Seht uns an. Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen. Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach. Ich seh mal nach. Ey, das gibt's doch nicht. Wieso hat der nicht gesessen? Ja. Oh, jetzt habe ich den einen Schwefel vergessen. Du bist erledigt. Da kommen wir nicht mehr rein, ne? Scheiße. Gut gemacht. Habe ich mir schwieriger vorgestellt. Jetzt können wir die Tasche nicht mehr herstellen. Ich hasse mich. Aufgepasst. Okay, jetzt. Sofort gerichtet. Dieser Ort steht unter Quarantäne. Das sollte mir die Sache erleichtern. Okay. Amicia, was sollen wir jetzt tun? Ja, Moment, erstmal ich denke nach. Ja, und währenddessen. Ja. Was?
liegt er da auf dem Boden rum? Okay. Danke. Oh, hab Dank. Danke. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Und viel Glück. Hey, wartet. Heiler! In Deckung, Bogenschützen. Gute Arbeit, Männer. Alter. Haltet die Augen auf. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Okay, wir müssen also in die Richtung. Ui. Das hier schieben, ja. Aber treffen wir die uns doch trotzdem. Wenn wir das schieben, oder? Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Ich habe irgendwie ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl. Soldaten, davon sind Soldaten! Amicia, die gehören dir. Oh nein! Nein! Du warst fast da! Ich hasse mich.